warst du denn? Weißt du, ich... Ich komme noch zu spät. Tut mir wirklich leid. Nicht reden. Hier habe ich gebacken. Wollte mal was Neues ausprobieren. Hoffe, die sind gut geworden. Ich habe dich gestern vermisst. Tut mir leid wegen dem Gespräch mit meinem Vater. Der versteht es einfach nicht und meine Mutter noch viel weniger. Ich habe dich auch vermisst. Ich muss los. Guten Morgen, Herr Doktor. Sie sind zu spät. Es tut mir wirklich leid, Herr Doktor. Wo ist das Tuch? Ich wünsche einen guten Appetit, Herr Doktor. Thank you.
Guten Appetit, Herr Doktor. Wir können für heute Schluss machen. Vielen Dank, Herr Doktor. Wo ist das Boot? Das Boot? Ja, das Boot draußen am Teich. Das wird neu gestrichen. Und wer hat das angeordnet? Herr Neumann hat sich gedacht, es wäre eine gute Idee. Ach, hat er gedacht? Herr Doktor? Das Boot wird nicht gestrichen, verstehen Sie? Es wird nicht verändert. Ich werde das sofort erledigen. Nichts, gar nichts wird daran verändert. Natürlich, Herr Doktor. Guten Appetit, Herr Doktor.
Halt dich zurück. Ich kann es mir nicht leisten, meinen Job hier zu verlieren. Versteh das doch. Für wen sind die? Herrn Zweig. Nein, Besuch? Gibt's ja gar nicht, erzähl. Geburtstagsüberraschung. Aber bitte sag nichts. Das Einzige, was ich sage, ist ja, Herr Doktor, und nein, Herr Doktor. Freue mich auf die Kohle und bin froh, wenn der Tag vorbei ist. Sei nicht gemein. Ich? Du weißt, was ich... Herr Neumann! Herr Neumann, teilen Sie Ihrem Vater mit, ich möchte wieder die Haustorte. Und ich war nicht sonderlich angetan von seinem neuen Experiment. Ich habe Qualität bestellt, nicht Quantität. Frau Heller, da morgen mein Geburtstag ist, werde ich das Frühstück 15 Minuten später einnehmen. Und Sie, Herr Neumann, Sie unterlassen es, das Fahrrad ins Gras zu legen, ja? Es gehört parallel zur Wand gestellt, verstanden? Ja, Herr Doktor. Ja. Natürlich, Herr Doktor. Quantität? Mir hat's geschmeckt. Sie können Schluss machen für heute. Ich sagte, Sie können gehen. Vielen Dank, Herr Doktor. Alles Gute zum Geburtstag, Herr Doktor. Wollen Sie hier jemanden verbrennen? Machen Sie sofort diese Leuchtrakete aus. Und ziehen Sie die Vorhänge zu. Ja, natürlich sofort, Herr Doktor. Ich habe Sie ausdrücklich gebeten, mir das Frühstück 15 Minuten später zu servieren. 15 Minuten später. Stecken Sie das Haus nicht in Brand. Ziehen Sie die Vorhänge zu. Natürlich. Ich wollte nicht. Schließen Sie die Tür. Natürlich. Ja, Herr Doktor? Herr Neumann, wie oft habe ich Ihnen bereits gesagt, dass Sie das Fahrrad nicht ins Gras legen sollen? Entschuldigen Sie, Herr Doktor, ich werde das ändern. Ja, das werden Sie. Kommen Sie! Parallel zur Wand. Sehen Sie? Eine banale Anweisung, Herr Neumann. Vollkommen simpel. Herr Doktor... Vielleicht sollte ich mich nach jemandem umsehen, der in der Lage ist, mit solchen Anforderungen fertig zu werden. Ja, grüß Gott. Für Herrn Zweig? Ja, bitte fahren Sie vor. Ich komme gleich runter. Glauben Sie, ich weiß nicht, was hier vor sich geht?
Was hier vor sich geht? Das ist mein Haus und kein Bordell. Bordell? Wer glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Jeder halbintelligente Schimpanse könnte Ihre Arbeit verrichten und würde Sie sogar besser machen. Das muss ich mir wirklich nicht anhören. Das ist lächerlich. Lächerlich? Sie nennen mich lächerlich? Ja, das tue ich. Sie sind lächerlich. Sie sind entlassen. Verschwinden Sie! Nichts lieber als das. Verlassen Sie sofort mein Grundstück. Mester. Besuch. Ich will keinen Besuch. Ja, was für ein Wunder aber auch. Verschwinden Sie! Sie sind ja übergeschnappt. Schlüsse! Reinhard! Lorenz! Überraschung! Happy Birthday! Alles Gute! Sie müssen Frau Heller sein. Vielen Dank für die Organisation. Welche Organisation? Ja, freilich, ohne Frau Heller wäre das alles nie so reibungslos über die Bühne gegangen. Sie sind ebenfalls entlassen. Ja, jetzt, Reinhard, beruhige dich ja aber mal. Aber Herr Doktor. Aber niemand wird hier entlassen. Lasst mich alle in Ruhe. Was ist denn nur los mit dir? Ich will euch nicht mehr. Oh. Herr Doktor? Reinhard? Herr Zweig, richtig? Ja, wie geht es ihm? Oh, den Umständen entsprechend gut. Es war ein leichter Herzanfall. Herzanfall? Herr Dr. Nagel hatte vor einiger Zeit einen schweren Infarkt. Ich habe ihm nahegelegt, sich körperlich zu betätigen und dadurch seinen Zustand zu verbessern. Außerdem sollte er immer ein Spray für Notfälle bei sich tragen. Ja, natürlich. Auch wenn das heute nur ein Anfall war, noch einen Infarkt wird er nicht überleben. Ja. Herr Zweig. Ich habe Ihnen das Gästezimmer im Westflügel hergerichtet. Ich hoffe, Sie fühlen sich dort wohl. Bestimmt. Vielen Dank. Gerne. Verreisen Sie? Sie haben doch selbst gehört, was er gesagt hat. Ich wollte mich verabschieden kommen. Er muss ihn... Immer bei sich tragen, ja, ich weiß. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen, Herr Zweig. Wir sehen uns bestimmt noch einmal wieder. Reinhard? Ich glaube, du hast etwas verloren. Meine Frau lässt dich schön grüßen. Er war ein wenig wütend, weil sie am Samstag nicht tanzen gehen kann. Aber ich konnte mir das doch hier nicht entgehen lassen. Samstag ist immer unser Clubtag. Wir tanzen Foxtrot und so, also klassisch. Die jungen Leute heutzutage hören ja nur noch diesen Hip-Hop, Techno, Rap, was weiß ich. Ja. Aber ich muss mich da immer erst einhören. Meine Enkelin, die ist da sehr bewandert. Und ich, naja, ich lerne. Und sie hat so ein Internet-Ding, so mit 5 Millionen Klicks, Views, Hits. Also, ja, kompliziert, sage ich dir. Jagst du noch? Nein. Aber du reitest noch. Warum bist du hier? 70 Jahre! Bei so einem Event muss ich doch dabei sein. Es gibt keinen Event. Oder wie du das nennst. Du solltest wieder gehen. Willst du deinen Geburtstag wirklich alleine verbringen? Ich dachte, du freust dich. Außerdem geht mein Flieger zurück nach Hamburg erst am Sonntag. Und ich glaube, ein wenig Gesellschaft wird dir gut tun.
Ruh dich noch ein bisschen aus. Ich hole meine Sachen. Sollst du auch machen? Ich habe bei dem Zirkus, den du hier veranstaltest, keine Ruhe. Das tut mir leid. Sag, was soll der Lärm? Das ist kein Lärm, das ist Rap. Was? Ja, das motiviert. 20 Minuten Lauf. Machst du mit? Reinhard? 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 Reinhard, was machst du hier? Die Rühreier. Warte, warte. Lorenz, zurück! Ich glaube, deine Rühreier sind ein wenig verbrannt. Weißt du, was das bedeutet? Wir rufen Frau Heller an und stellen sie wieder ein. Ja, oder wie das hier ist. Ich wusste, wir sehen uns nochmals wieder. Grüß Gott, Herr Zweig. Willkommen zurück. Danke. Wo ist er? Im Wohnzimmer. Er hört Musik. Reinhard war schon immer ein interessanter Kerl. Liebenswürdig, aber sehr eigen. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Eigen. Aber liebenswürdig. Darf ich Ihnen helfen? Dankeschön. Ich glaube, das ist die kürzeste Zeit der Arbeitslosigkeit, die ich je gesehen habe. Wie lange kennen Sie sich schon? Ich und Reinhard. Zu lange. Mein Gott, was haben wir alles gemacht? Falsch gemacht, nicht gemacht. Gewünscht, dass wir gemacht hätten und vor allem, dass wir nicht gemacht hätten. Ja, wir haben uns schon zu lange nicht mehr gesehen. Leider. Wir waren einmal die besten Freunde. Ja, Kindergarten, Volksschule, Gymnasium. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wie er einmal eine Nacht durchgeheult hat, weil eine Schönheit mit ihm Schluss gemacht hat. Kann man sich kaum vorstellen, wenn man ihn heute so sieht, nicht wahr? Und nach dem Abschluss bin ich von hier fort. Konnte es kaum erwarten. Ich hatte genug von hier und wollte etwas Neues erleben. Reinhard hatte ähnliche Pläne, aber er durfte nicht weggehen. Sein Werdegang war vorbestimmt, er musste hierbleiben. Ich glaube, das nimmt er mir heute immer noch ein wenig übel.
Es war einmal ein Mann in einer geschäftsführenden Position großer Konzern. Doch man beschloss, diesen Mann auf die Straße zu setzen. Er verlor alles. Haus, Geld, Frau. Er stand, wie man so schön sagt, vor dem Abgrund. Doch da kam sein bester Freund ins Spiel. Und der holte diesen trübseligen, depressiven, suizidgefährdeten Jammerlappen aus seinem Selbstmitleid, verschaffte ihm eine Stelle und gab ihm so Grund, jeden Morgen wieder aufzustehen und sein Leben zu genießen. Das ist schon lange her. Ich war dieser Jammerlappen und Reinhard der beste Freund. Wie geht es dir? Gut. Gut? Ja, gut. Und was tust du so? Wann warst du das letzte Mal draußen? Gerade eben. Nein, ich meine, wann hast du zuletzt das Schloss verlassen? Tu ich nicht. Warum nicht? Was wird das, Lorenz? Ich frage mich, wie kann es jemandem gut gehen, der seine Angestellten wegen eines Fahrrades feuert und das Haus beinahe mit einem Rührei abfackelt? Niemand hat dich gebeten, hier zu sein. Oh. Oh, das sieht ja wunderbar aus. Danke nochmal, Herr Doktor. Was ist los mit dir? Das kann doch alles nicht dein Ernst sein. Danke, Reinhard. Weißt du, was du bist? Es tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber Freunde sollen ja ehrlich zueinander sein. Du bist ein altes, zynisches, griesgrämiges Ekel geworden. Wie gesagt, niemand hat dich gebeten, hier zu sein. Weißt du, was dein Hausarzt gesagt hat? Er hat gesagt, dass du einen zweiten Infarkt nicht überleben würdest. Und was hast du dann in deinem Nachruf stehen? Was hast du erreicht? Nichts. Außer, dass du ein paar Leuten das Leben erschwert hast. Und deine sowieso, weil du jetzt komplett verschissen hast. Ich weiß schon, du willst mich nicht hier haben. Es tut mir leid, dass ich dich so in deinem Haus überfallen habe. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber bitte beantworte meine Frage. Was ist, wenn der Arzt recht hat? Dann ist dein Hauptgewinn ein glänzender Löffel, den du krampfhaft geputzt hast, bevor du ihn abgeben musst. Es ist genug! Nein, es ist nicht genug. Ich bin 2 Tage hier. Und in diesem Zeitraum hole ich dich aus deinem Schildkrötenpanzer, ob du willst oder nicht. Das bin ich dir schuldig. Ich glaube, wir sollten an die frische Luft. Das wird dir gut tun. Der Arzt hat gesagt, du brauchst Bewegung. Ich warte draußen auf dich. Reinhard, gut. Was nun? Prosperus animus. Na, das ist nicht dein Ernst. Das liegt Jahre zurück. Ja, tut es.
Aber so wie du mir damals geholfen hast, so helfe ich dir jetzt. Und glaube mir, es ist vonnöten. Erinnerst du dich noch, was da draufsteht? Nein. Also, Prosperus Animus. Lasse hinter dir den alten Schmerz, versuch was Neues für den Geist, den Körper und dein Herz. Nicht nur für dich, dich kannst du was tun, ja. Sondern auch für andere sollst du nicht ruhen, wenn du dies zu vollbringen vermagst und es nicht verscheißt, bist du Prosperus Animus, ein zufriedener Geist. Ich muss sagen, deine Reimkunst, also die hat mich damals schon fasziniert. Ich hatte nicht viel Zeit, aber musste meinen Standpunkt verdeutlichen. Ja, ich weiß, Geist reibt sich nun einmal auf Scheiß. Ja, genau. Ja, richtig. Also dann mal etwas Neues, ja? Warum veranstalten wir keine Geburtstagsfeier? Nichts Großes, nur so für ein paar Freunde. Nein. Wir kommen noch einmal drauf zurück. Das ist ein Spray. Ja. Ja. Hättest du dir jemals gedacht, wir kommen ohne Hilfsmittel nicht voran? Zucker. Ich bin zu süß. Vor allem hätte ich mir nie gedacht, dass ich einmal Großvater sein werde und meine Enkelin mir erklären muss, wie man so ein verdammtes Telefon bedient. Sandra macht Fashion. Meine Enkelin, ja. Aber warum kann man nicht Mode sagen? Nein, es muss alles verenglischt werden. Na, dann ja, das haben. Ich berate euch für euren neuen Look, Sandras Look. Und heute habe ich wieder was ganz Besonderes für euch, einen neuen Style. Unfassbar! Ich präsentiere Ihnen den Aufreißer. Die Kinder stehen drauf. Auf Papier gedruckt, das ist mir lieber. Und dieses Getippe. Meinst SMS? Ja, ich sehe den Leuten lieber ins Gesicht. Ja, tut mir leid, Sandy. Ja, ich glaube, ein wenig Veränderung würde dir gut tun. Ich mag das alles nicht. Na, es ist trotzdem nicht gut, sich so abzukapseln. Ja. Prosperus Animus, denk einmal, etwas Neues. Kann ich mir nicht vorstellen. Was tust du gerne? Lesen. Okay. Ich höre Musik, ich gehe spazieren. Was tätest du gerne? Was tätest du, wenn du etwas machen könntest, wozu du noch nie die Gelegenheit hattest? Ich habe nie tanzen gelernt. Wir haben doch seinerzeit einen Kurs belegt. Aber du weißt doch, ich habe zwei linke Füße. Du wohnst in einem Schloss und kannst nicht tanzen? Kein Problem, du sprichst mit dem Goldstar-Tänzer. Nummer eins nördlich der Alster. Ich habe da so eine Idee. Oh, Entschuldigung, Augenblick. Ja. Ja, hallo? Ja, das wollte ich dich auch bitten, ja? Gut. Aha, ja. Ja, gut. Ja, ciao. Reinhard, also bist du bereit? Also Reinhard, wir tanzen einen Walzer, ja? Auf ja. Drei. Auf eins, rechter Fuß nach vorne. Zwei daneben, zwei und zwei. Schließen. Ja? Drei. Ja? Das ist dann drei. Ne? Das ist drei, schließen ist drei. Ja. Nochmal. Eins, zwei, drei. Und jetzt zurück. Nein, links zurück. Links, eins, zwei, drei. Nochmal zurück zum Üben. Eins, zwei, drei. So, jetzt einmal vor und zurück. Schneller da. Eins, zwei, drei. Und jetzt mit drei und dim, dam, dam. Entschuldige, ich glaube, ich muss mich hinsetzen. Ach so, entschuldige, ja, komm. Ich hab gewusst, das wird schon, ja? Ja, ein bisschen kleinere Schritte. Eins, zwei, drei, eins. Da, da, di, da, da, di, da, 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 da,
Also, beim Walzer ist es wichtig, dass die Dame in die entgegengesetzte Richtung blickt und du sie um vier Kästchen rund um den Kreis wieder in die Ausgangsposition zurückführst. Und also bitte Ausgangsposition, ja, sehr schön, ja, ja, so ist es, nein, den Arm nicht so hoch, Reinhard, etwas runter, so, also, und, eins, zwei, drei, Augen nach oben, Reinhard, eins, zwei, drei, eins, ja. Na also, was habe ich dir gesagt? Wirklich klasse. Nein. War das ein Lächeln? Geh auf damit. Glaub es nicht. Schluss jetzt. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Was meinst du, ob wir helfen sollten? Womit? Beim Blumengießen. Sie kommt allein zurecht. Außerdem wird sie dafür bezahlt. Die Gießkanne scheint ziemlich schwer zu sein. Ja, sie war eine gute Tanzpartnerin. Wird sie denn dafür ebenso bezahlt? Gut, wir gehen die verdammten Blumen gießen. Mein Gott. So. Reinhard, Gymnastikübungen. Versuch's einmal, ja? So. Und. Na? Also, das sieht doch un. Nein, das mache ich auf keinen Fall. Doch, Reinhard. Der Arzt hat es dir verschrieben. Also. Eins. Zwei. Na, komm schon. Also, na und? Und, ja. Oh, das ist wirklich so schlimm. Und noch einmal. So, sehr gut. Und, oh, entschuldige, das wollte ich nicht. Und noch einmal. So. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Was, das wolltest du schon? Das wollte ich. Was heißt das? Ich hoffe, du magst es. Ja, es wird dich entspannen. Hä? Vielleicht ist das ja was für deinen Geist. Also, auf dich alles Gute zum Geburtstag. Was hörst du eigentlich für Musik? Klassik. Ah, gut. Mozart. Chopin. Ah, das ist zu deprimierend. Was hältst du davon? Das konnte ich heute Mittag schon nicht ausstehen. Ich gebe doch der Sache mal eine Chance. Das auch zunächst für puren Schwachsinn gehalten, vor allem wegen dem ganzen Fuck. Fuck?
Ja, überall. Fuck dies, fuck das. Aber da muss man offen sein. Fuck. Ja, du sagst es. Wie tanzt man denn dazu? Ach so. Pff, weiß nicht. Also Standard jedenfalls nicht. Also, auf den Rap. Auf die Klassik. Warum hast du eigentlich keine Kinder? Weil ich keine hab. Was nicht ist, kann ja noch werden. Also noch einmal wegen der Party. Es gibt keine Party. Ja, genau das ist ja das Problem. Warum lädst du nicht ein paar Freunde ein? Die eine Hälfte ist bereits unter der Erde und die andere wird es bald sein. Du machst es einem auch nicht leicht. Es muss ja nur eine kleine Feier sein. Hm? Bitte, bitte. Na, von mir aus. Ja, darauf trinken wir. Auf dass es nie zu spät ist, um zu feiern. Auf uns. Ja, auf uns, ja. Feiern eine Party, eine Fete, eine Panik, ich hab's. Also, gute Nacht, Party! Entschuldigen. Was ist passiert? Entschuldigen Sie, Herr Doktor. Ich wollte nicht. Warum weinen Sie? Ich kann nicht, Herr Doktor. Entschuldigen Sie. Also was ist passiert? Hol dir mal Tiefluft. Und wieder ausatmen. Und nochmal. Wie fühlen Sie sich? Setzen Sie sich. Um was geht es? Ich probiere, diesen Job so gut wie möglich zu machen. Und das tun Sie auch. Ich will später, wenn ich das Geld dafür habe, studieren gehen. Aber die können mich einfach nicht verstehen. Die können das nicht nachvollziehen. Uns nicht verstehen. Uns? Ich weiß, dass sie nicht ausstehen können und wie schlecht er sie behandelt hat, aber ich liebe ihn. Maximilian, er arbeitet wirklich hart. Und wird dann auch das Geschäft seines Vaters übernehmen. Das Café und die Bäckerei. Aber zurzeit sehen mich Maximilians Eltern nur als Ablenkung. Es scheint einfach alles gegen uns zu laufen. Es ist fast, als kommen wir von zwei unterschiedlichen Welten.
Ja. Genau. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Ziele und Träume. Lassen Sie sich nicht hinunterziehen. Sie leisten gute Arbeit hier und ich habe mich nie dafür bedankt. Danke. Danke. Das bedeutet mir wirklich viel, Herr Doktor. Ich sage nur die Wahrheit. Und wenn Sie mich nun entschuldigen wollen, ich muss zum Bett. Natürlich. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Lassen Sie das mit Maximilian. So etwas kann nicht funktionieren. Und steht Ihnen nur im Wege. Morgen. Guten Morgen. War wohl heute nicht besonders hungrig, oder? Nein, er hat mich sofort weggeschickt. Reinhard? Reinhard? Reinhard! Erhebe dich und glänze, denn es ist ein schöner Tag. Reinhard? Lass mich. Hast du die Gästeliste fertig? Reinhard. Zieh die Vorhänge zu. Reinhard Prosperus Animus. Was willst du damit? Ich habe einen sehr exakten Tagesablauf, Florenz. Einen sehr exakten. Und wenn das nicht so ist, bin ich einfach durcheinander. Durcheinander ist gut? Nein, ist es nicht. Frühstück, Spaziergang, Musik, Mittagessen, vielleicht ein paar Zeilen lesen, anschließend eine Mehlspeise im Hof. Ich brauche diese Gewohnheit. Ja. Es ist fast 8, ich stehe um 7 auf. Um 7. Ja, worum geht es hier eigentlich? Worum es hier geht? Hörst du überhaupt zu? Ja, ja. Und alles, was ich höre, ist Jammern und Klagen und Meckern. Dabei solltest du die Gästeliste fertig schreiben. Und wer würde kommen? Die Hälfte, die noch nicht unter der Erde liegt. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist eine oberflächliche Gesellschaft, die mich dafür verurteilt, wer ich bin. Und wer bist du? Ein alter Mann, Lorenz. Ein alter Mann, den die Zeit davonläuft. Deshalb machen wir heute einen kleinen Ausflug. Nein. Wir bleiben auf keinen Fall hier. Du brauchst ein neues Umfeld. Also, komm, mach weiter. Wir müssen weg, sonst kommen wir noch zu spät. Zu spät wofür? Auf, auf! Lorenz! Lorenz! Immer dem Straßenverlauf folgen. Wie kannst du diesem Ding vertrauen? Technologie, Reinhard. Ein wenig Vertrauen kann nicht schaden. Also, ich fahre nicht in die Stadt. Tun wir auch nicht. Also, wohin fahren wir? Ich mag das nicht. Lach nicht. Ja, lass es auf dich zukommen. Es wird dir gefallen. Vorne rechts. Ja. Das kann nicht dein Ernst sein. Doch, kann es. Ich reite nicht mehr. Vor allem nicht auf so etwas. Verletzt deren Gefühle nicht. Schließlich ist es das Beste, was ich auf die Schnelle finden konnte. Ich reite nicht mehr. Ich gehe. Ah, nehmt Sie jetzt die Pferd. Reinhard, du hattest doch einmal Spaß an der Sache. Ich sehe ein, dass es keine Reitpferde sind, aber versuch's doch einmal. Außerdem schuldest du mir noch Revanche. Entschuldigung, nehmt Sie jetzt die Pferd oder nehmt Sie es nicht? Ja, wir nehmen sie. Sei nachsichtig mit mir, ich habe das lange nicht mehr gemacht. Gib dir eine zweite Chance. Du hast es wohl nicht vergessen. Ich war der Sieger. Ja, mal sehen, ob das heute wieder der Fall ist. Also siehst du den Baum da vorne?
wie es erst das dort ist. Ja. Fertig, los! Also komm schon, nicht doch. Na komm nicht schon wieder. Nein. Nicht doch. Komm. Komm hier, ruhig, ruhig, ganz ruhig. Ruhig, so ist gut. So. Was machst du hier? Mein Hof liegt gleich da hinten. Also ja, 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 natürlich. Entschuldige. Komm, ruhig, ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, 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 ja. Wie geht's dir? Ich kann mich nicht beklagen. Ja, das sieht gut aus. Danke. Und wie geht's dir? Auch gut. Ich will noch eine Chance. Ich hatte eindeutige Startschwierigkeiten. Na komm, so. Oh, entschuldige. Ich bin Lorenz Zweig, ja. Du hast dich nicht verändert. Magdalena? Na, das gibt's ja nicht, Lena. Du siehst umwerfender, nicht einen Tag gealtert. Na, hier ist doch jemand, den du zu deiner Party einladen kannst. Lorenz. Geburtstagsfeier? Herzlichen Glückwunsch, Reinhard. Danke. Was machst du morgen? Musst unbedingt kommen, bist unser einziger Gast. Bisher außer mir natürlich. Du musst nicht kommen, wenn du nicht willst oder was anderes vorhast. Warum eigentlich nicht? Warum nicht? Zum Zwei. Abgemacht. Also dann bis morgen. Bis morgen. Und nochmal alles Gute, Reinhard. Danke, danke. Bis morgen. Redest du nicht mehr mit mir? Morgen um zwei. Ist doch super. Nichts ist super. Warum kannst du deine große Klappe nicht einmal? Ach, vergiss es einfach. Ich rufe an und sage ab. Nichts tust du. Du, ich habe sie seit... Seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß, aber ich dachte mir, sag mal, was Neues. Hör mir doch auf damit. Das ist nichts Neues. Das ist eine alte Geschichte. Eine zu alte Geschichte. Du siehst das zu eng. Warum kannst du dich aus der ganzen Sache nicht einfach raushalten? Ist doch nur eine verflossene Geschichte. Jugendliebe, meine Güte. Ich habe ihr mal einen Heiratsantrag gemacht. Verdammt doch mal. Wie bitte? Ja. Gib acht. Na, bist du jetzt glücklich? Du hast dir einen Heiratsantrag gemacht. Sieh dir das an. Ja, wieso weiß ich davon nichts? Wann war das? Ist doch vollkommen gleichgültig. Sieh dir das Auto an. Ich sag ab. Ich rufe an und sag ab. Wann war das? Am selben Tag, als unsere Beziehung zu Ende ging. Ich bin zu ihr gefahren, habe an das Fenster geklopft. Sie kam, sah mich, küsste mich. Und ich fragte sie, ob sie so einen Tollpatsch wie mich eben zum Mann nehmen würde. Ich gab ihr den Ring und wartete auf eine Antwort. Sie begann zu weinen, gab mir den Ring zurück, sagte, dass es nie funktionieren würde. Und dann hat sie sich umgedreht und weg war sie. Und damit war es vorbei? Ja, damit war es vorbei. Es tut mir leid. Ich hätte wohl, wenn ich... Es tut mir leid. Du kannst immer noch absagen. Ne? Also?
Sie sah gut aus. Hm? Ja. Glaubst du, das ist eine gute Idee? Was? Es abzusagen. Ja, natürlich ist das eine gute Idee, wir sagen ab. Tun wir das? Ja. Weißt du schon, was du anziehen wirst? Nein. Vielleicht einen neuen Look. Look? Wir machen das schon. Ich kenne jemand, der dir da helfen könnte. Okay. Läuft. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich. Ich berate euch für euren neuen Look, Sandras Look. Ich präsentiere Ihnen den Aufreißer. Das ist ja vollkommen hirnrissig. Komm, Reinhard, mach doch Spaß. Und muss das ins Internet? Ja. Sei froh, dass Sandy nur 2 Stunden von hier wohnt. Na toll. Muss ich hier sein? Natürlich, man sollte niemals ohne Frauen shoppen gehen, ist doch logisch. Also das ziehe ich auf keinen Fall an, ja? Okay, also ich habe noch was anderes. Reinhard, 5 Millionen Internetdinger lügen nicht. Hits. Hits. Und hier sehen Sie nun den Poser. Okay, ich glaube, wir probieren doch lieber noch was anderes. Hier sehen Sie nun den Aristokraten. Nein, auf keinen Fall. Keine Sorge, wir finden schon noch das Richtige. Wir haben es wirklich nicht leicht gehabt, doch nun haben wir es endlich gefunden. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen den Klassiker. Ah, gut gemacht, Sandy. Ja, ich glaube, das sieht ganz, ganz passabel aus, oder? Sei still! Was tust du mit dem Ding da? Es ist jemand im Haus. Ja, ich weiß, aber verdammt, was machst du mit dem Gewehr? Eigenschutz! Ruhe jetzt! Speisesaal. Bleiben Sie stehen! Tun Sie lieber, was er sagt! Nehmen Sie die Hände hoch. Sie? Herr Doktor, es ist nicht so, wie es aussieht. Wie sieht es denn aus? Ich glaube, du kannst das Gewehr nun runtertun. Bitte lassen Sie mich erklären. Reinhard. Ah!
mir das geklärt. Geht's Ihnen gut? Maximilian. Ich glaube, ich weiß, warum Sie hier sind, Herr Neumann. Frau Heller, ich glaube, ich habe Ihnen sehr schlecht geraten. Es gibt immer einen Weg. Gib mir eine zweite Chance. Ich schaffe das nicht allein. Helft mir. Bitte. Was können wir tun? Los! Ich komme ja schon. Ich komme noch zu spät. Ja, ich weiß. Nicht reden. Selbst gemacht? Ja, neuer Versuch. Ich habe mir gedacht, ich lasse. Ich muss los. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen, Frau Heller. Er stellt es einfach irgendwo hin. Natürlich. Ist der Zweig schon wach? Und wie? Guten Appetit, Herr Doktor. Danke, Frau Heller. Ja. Was hörst du da, Reinhard? Glaubst du, das ist heute so etwas Ähnliches wie eine Verabredung? Ist es? Und wie kannst du dir da so sicher sein? Ist sie verheiratet? Nein, nicht mehr. Hat sie zugestimmt zu kommen? Ja. Also ist das heute sowas wie eine Verabredung? Also alles wunderbar. Und du hast ja mich. Ja, ich glaube, du hast recht. Wunderbar. Wie in früheren Zeiten. Aber nicht, dass du mir wieder eine Nacht durchheulst, wenn es nichts wird. Na, war ja nur ein Scherz. Alles wird gut. Du hast dich dafür entschieden und jetzt zieh es auch durch. Prosperus Animus. Was hörst du da? Chopin. Du musst dich motivieren. So, also, dann komm mal her. Ja. So, okay. Schau her. Du bist der Mach. Mit dem Song, ne? Du bist
Reinhard Nagel. Dr. Reinhard Nagel. Dr. Reinhard Nagel. Ja? Ja. Sie kommt nicht. Es ist 2:05. Sie kommt nicht. Das war eine ganz schlechte Idee. Wohin gehen Sie? Es hat geläutet. Ich mache die Tür auf. Es ist alles vorbereitet. Sie ist hier. Sie ist hier. Hast du das Läuten hören? Ruhig durchatmen, ruhig durchatmen. Willkommen. Danke. Darf ich Sie zum Salon geleiten? Ja, bitte. Du bist cool. Ich bin cool. Du machst das. Ja, ja, ich mach das. Hast du deinen Spray? Ja. Hallo. Hallo. Danke für die Einladung. Danke, dass du gekommen bist. Danke. Bitte schön. Also auf das Geburtstagskind. Auf das Geburtstagskind. Loris. Oh. Vielen Dank. Danke, Frau Helle. Danke. Wollen wir uns nicht setzen? Ja, ja. Danke. Ja. Oh. Ja, hallo? Ja. Augenblick. Entschuldigung, das wird länger dauern. Kann ich ja allein lassen. Ja, jetzt bin ich. Ja, es ist nur. Du siehst hinreißend aus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber es tut wirklich gut, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Und was hast du die letzten Jahre so angestellt? Nicht viel. Ich habe die Kapelle renovieren lassen. Weißt du noch, wie wir uns dort versteckt haben? Ja, natürlich. Wir waren so jung, voller Tatendrang. Ich habe immer daran gearbeitet, die kindliche Naivität beizubehalten. Ich leider nicht. Manchmal hilft es im Alltag. Ja. Ich habe gelernt zu tanzen. Zu tanzen? Ja, Walzer. Walzer. Langsamer Walzer. Grundschritt.
Und? Hat sich dein Taktgefühl verbessert? Ich fürchte nicht. Schenkst du mir den ersten Tanz? Ja. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Hast du wohl recht. Ich habe das Boot so gelassen, wie es war. Du hast unser Boot noch? Ja. Können wir? Ja. Siehst du? Ich fasse es einfach nicht. Wir müssen unbedingt eine Runde drehen. Was, jetzt? Ja, komm schon. Komm. Aber sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Vorsicht. Ja. Ja. Ein Mann meines Alters sollte so etwas nicht machen. Ein Fuß nach dem anderen. So. Warum hast du damals Nein gesagt? Du weißt, warum. Warum? Es hätte nicht funktioniert. Und woher willst du das wissen? Reinhard. Woher willst du wissen, dass es nicht funktioniert hätte? Deine Eltern hätten das niemals akzeptiert. Das weißt du. Wir waren aus zwei verschiedenen Welten. Ja, und heute? Ach, heute. Heute sind wir zwei alte Gestalten, die in Erinnerungen schwelgen. Ich war verheiratet, genau wie du. Ich habe drei Kinder und einen Enkel. Ich bin nicht mehr verheiratet. Und du auch nicht. Hörst du dich reden? Es ist zu spät, Reinhard. Warum bist du hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Wir sind völlig andere Menschen als damals. Verstehst du das nicht? Das alles ist fast 50 Jahre her. Es waren viele, hierher zu kommen. Entschuldige mich. Und ich rufe noch, pass auf! Aber da war der Pfosten schon zu nahe. Wo ist Lena? Reinhard? Herr Doktor? Was ist passiert? Sie ist gegangen. Was hat sie gesagt? Nichts von Bedeutung. Ah, es tut mir leid, aber wir haben etwas erreicht. Und was? Was haben wir erreicht, Lorenz, was? Du bist aus deinem Schildkrötenpanzer herausgekommen. Und wenn ich das gar nicht wollte? Ich mag mich nämlich so, wie ich bin.
Ich brauche keine Rap-Musik, Modetipps oder Dinge, mit denen ich schon vor Jahren abgeschlossen habe. Mein Leben war gut, bevor du geglaubt hast, du musst hier reinmarschieren und alles umkrempeln. Was gut, das nennst du gut? Schau dich doch an. Du versuchst mit allen Mitteln jünger zu erscheinen, etwas zu sein, was du nicht bist. Was ich nicht bin? Lorenz! Lorenz, wir sind zwei alte Säcke, die darauf warten, dass Gott sie erlöst. Und das will ich verdammt noch mal mit Würde tun. Mit Würde? Wo ist diese Würde? Was ist mit all dem, was du gesagt hast? Das ist Scheiß auf das, was ich gesagt habe. Es ist doch alles nur eine Tortur, seitdem du hier bist. Eine Farce auf meine Kosten. Ich bin fertig damit. Schluss, aus, vorbei. Der Vorhang ist gefallen, das Schauspiel ist zu Ende. Fertig. Ich bin fertig mit Dingen, die ich nicht brauche. Fertig mit Freundschaften, die eigentlich gar nicht mehr existieren. Gut. Ich werde dich nicht mehr belästigen. Vielen Dank euch beiden. Sie sind zu spät. Es tut mir wirklich sehr leid, Herr Doktor. Ich gebe sie her. Ich wünsche einen guten Appetit, Herr Doktor. Thank you.
Ja, Herr Doktor. Sorgen Sie dafür, dass das Boot weggebracht wird. Was soll ich damit machen? Das ist mir egal. Ich will es nicht mehr sehen. Jawohl, Herr Doktor. Sie können Schluss machen für heute. Vielen Dank, Herr Doktor. Herr Doktor? Ja? Dürfte ich mich setzen? Wissen Sie, meine Eltern sind sehr ambitionierte Leute. Vielleicht ein wenig zu ambitioniert. Sie heißen meine Beziehung zu Eva nicht gut. Sie sagten, es würde eine Ablenkung darstellen. Aber ich weiß, was es wirklich ist. Sie ist nicht gut genug in deren Augen. Einfach nicht gut genug. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen, und zwar die Entscheidung, mit ihr zusammen zu sein. Es mag ein Fehler sein in mancher Augen, aber ich weiß, dass es keiner ist. Es geht nämlich nicht darum, Fehler zu machen, sondern darum, Entscheidungen zu treffen und keine Angst davor zu haben. Es geht darum, mit den Konsequenzen leben zu können. Das habe ich jetzt gelernt. Ich wollte mich für die Chance bedanken, die Sie Eva hier bieten, Herr Doktor. Die Sie uns beiden bieten. Schmeckt hervorragend. Herr Doktor? Hm. Herr Doktor? Wie fühlen Sie sich? Ein wenig schwach. Das ist normal. Ruhen Sie sich aus. Zwei Anfälle in einer Woche. Und ich bin immer noch hier. Das ist nicht zu spaßen. Ein Infarkt hätte Sie... Sie hatten Glück, dass es nur ein weiterer Anfall war. Ich werde morgen noch mal nach Ihnen sehen. Sie haben, wie es scheint, da oben noch nichts verloren.
Magdalena! Magdalena! Reinhard, du bist jetzt völlig durchgedreht. Hör mir zu. Es ist mitten in der Nacht. Stimmt, aber ich bin trotzdem hier. Lorenz hat mir nämlich ein Gedicht mitgebracht. Wo es darum geht, dass man mir was Neues für seinen Körper, für Herz und Seele tut. Das Alte hinter sich zu lassen und nicht nur für sich, sondern auch für andere da zu sein. Es hat ihm sehr geholfen, als er alles verloren hatte. Und es hilft mir jetzt. Wir sind nicht so alt. Das Leben ist zu kurz, aber verdammt noch mal, ich will daran teilhaben. Und wenn es auch nur für eine kurze Weile sein sollte. Magdalena, Magdalena. Ich habe dir einen Tanz versprochen. Darf ich bitten? Lieber Lorenz, was ich gesagt habe, kann ich nicht mehr gut machen. Aber ich kann mich entschuldigen und um Verzeihung bitten. Du hattest recht, ich bin ein zynisches, altes, griesgrämiges Ekel geworden. Aber genau aus diesem Grund hat man Freunde. Freunde wie dich, um einen aus dieser Misere zu ziehen. Lasse hinter dir den alten Schmelz. Ja, daran arbeite ich und werde immer besser. Versuche etwas Neues. Das tue ich, obwohl ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, ob ich das gut finde. Aber ich lerne. Für deinen Geist, Körper und dein Herz. Ich habe lange nachgedacht. Ich finde, zwischen innen baden
ist etwas Besonderes. Und das hat mich, alten Mann, noch einmal aufgerüttelt. Frau Heller, Herr Neumann, Sie sind beide fristlos entlassen. Frau Heller, Sie gehören nicht hierher. Sie wollen studieren und das sollten Sie auch tun. Und Sie, Herr Neumann, Sie sollten ebenfalls auf Ihre Träume hören. Ich habe mir erlaubt, einen Betrag auf Ihr Konto überweisen zu lassen. Frau Heller, fangen Sie an zu studieren. Verlieren Sie keine Zeit mehr. Herr Neumann, eine Dame wie Frau Heller sollte man nicht auf einem Fahrrad ausführen. Ich hoffe, Sie haben gelernt, wenigstens ein Auto ordentlich zu parken. Ihr Auto. Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute und viel Erfolg. Nicht nur für dich kannst du was tun, sondern auch für andere sollst du nicht ruhen. Ich habe diese Zeile nun wirklich verstanden. Wenn du dies zu vollbringen vermagst und es nicht verscheißt, ich hätte wirklich einen besseren Reim finden können, bist du Prosperus Animus, ein zufriedener Geist. Ich möchte mich bedanken, Lorenz, denn du hast mir wieder beigebracht, glücklich zu sein und ich selbst zu sein. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Dein alter Freund Reinhard. PS, diesmal habe ich die Nacht nicht durchgeheult. Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes sei mit euch und mit seinem Geiste. Wir haben uns hier versammelt, um die heilige Messe zu feiern, um Eucharistie zu feiern und das Wort Gottes zu hören. Lasst uns dabei des verstorbenen Dr. Reinhard Nagel gedenken und für ihn beten, den wir soeben bestattet haben. Wir bitten dich für unseren verstorbenen Dr. Reinhard Nagel. Komm ihm mit Liebe entgegen und führe ihn in dein Reich. Denen aber, die voll Trauer sind, schenke Hoffnung und Trost durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Frau Doktor. Freut uns, dass Sie gekommen sind, Herr Zweig. Herr Neumann. Mein Beileid. Er ist friedlich eingeschlafen. Es hat fast so ausgesehen, als ob ein Lächeln auf seinem Gesicht stand. Auf uns.